So, weiter geht's. Das Vorgehen in der Kinematik war ja auch immer ähnlich. Also wir hatten unsere Bewegungsart und dann haben wir sehr schnell eben nach den Wegzeitgesetzen, Geschwindigkeitszeit und Beschleunigungszeitgesetzen gefragt. Und das wollen wir natürlich jetzt auch genauso eben bei der neuen Bewegung. Entweder ihr lernt sie auswendig oder ihr leitet die Bewegungsgesetze jedes Mal her. Ich würde euch Letzteres empfehlen. Wir werden jetzt am Anfang aber erstmal uns die Bewegungsgesetze anschauen, damit arbeiten und dann gucken, wie man die eben dann schnell herleiten kann. So, Gesetzmäßigkeiten für die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung. Mit gleichmäßigen mit linearen Beschleunigungszuwachs, also K ist konstant, dann gelten diese drei Formeln einmal. Der Weg in Abhängigkeit von der Zeit ist ein Sechstel K mal T hoch 3 plus V0 mal T plus S0. So, K ist dieser lineare Beschleunigungszuwachs. Wir hatten oben schon mal geguckt und kurz gerechnet. Die Einheit von K war Meter pro Sekunde hoch 3. Das erklärt auch, warum jetzt hier die Zeit hoch 3 multipliziert wird, weil sich dann die Kubiksekunden wegkürzen und dann eben dieser erste Summand die Dimension eines Weges hat. Und wir wollen ja auch den Weg berechnen. V0 mal T, das kennen wir bereits aus der gleichförmigen und linear beschleunigten Bewegung, gleichmäßig beschleunigten Bewegung, dass eben hier das auch die Dimension Weg hat und dann nochmal einen Anfangsweg dazu. V0 und S0 sind also die Anfangsbedingungen. Da muss man immer bei der Aufgabe schauen, gibt es einen Anfangsweg, gibt es eine Anfangsgeschwindigkeit. Wenn dort nichts steht in der Aufgabe, dann kann man die eben 0 setzen und dann vereinfacht sich entsprechend auch das Wegzeitgesetz. Geschwindigkeitszeitgesetz. Vt ist gleich ein halb k mal t Quadrat plus v0. K hatte die Einheit Meter pro Sekunde hoch 3 mal Sekunde Quadrat multipliziert. Es bleibt also hier beim ersten Summand als Einheit Meter pro Sekunde übrig, also eine Geschwindigkeit passt und dann eben eventuell noch eine Anfangsgeschwindigkeit dazu. Und das war unser Ansatz für die ungleichmäßig beschleunigte Bewegung mit linearem Beschleunigungszusatz, Zuwachs a von t ist gleich k mal t. Okay, gut, sieht doch wunderbar aus. Jetzt gibt es folgende Situation. Ihr könnt entweder das als Fachwissen auswendig lernen. Dann muss aber immer, wenn ihr die Formeln verwendet, entsprechend auch das Bewegungsgesetz genannt werden. Also dann immer Gültigkeitsbedingungen nennen. Das ist wichtig, dass ihr also, dafür gibt es auch eine Bewertungseinheit, dass ihr also wirklich sagt, okay, wir haben hier eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung mit a von t ist gleich k mal t, k gleich konstant. Das ist ganz wichtig, dass er die entsprechend immer nutzt und einsetzt.